Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und wenn ihr diese Tüten seht, wisst ihr direkt, um welchen Hersteller es geht. Und zwar haben wir heute mal wieder ein Set von Sembo für euch. Und zwar ist es der Jagdpanzer VT4 von Sembo, die 105562. Es sind 432 Teile, also ab 6 plus geeignet. Und ihr seht schon, ich habe ihn mal wieder aus China bestellt. Es ist keine Originalverpackung dabei, sondern es ist im Polybag geliefert worden. Ich habe ihn auf AliExpress gekauft für 10,50 € und ich bin ja in letzter Zeit echt ein Fan von Sembo gewesen, habe aber außer einen Panzer von Sembo, den ich mal kurz zeigen kann, noch nichts von Sembo gebaut in die Panzerrichtung. Das ist der Panzer von Sembo. Und darum bin ich da auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie jetzt dieser Sembo-Panzer hier vom Bau und auch von der Qualität her ist. Aber wie gesagt, ich glaube, die großen Überraschungen kommen nicht mehr. Ich bin ja wirklich ein glücklicher Sembo-Kunde gewesen in letzter Zeit. Wenn wir uns das hier anschauen, haben wir hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tüten. Ist jetzt natürlich eine Menge auf die Teileanzahl. Ich weiß nicht, ich sag's immer wieder, ich bin kein großer Fan davon, wenn da hunderte Tüten drin sind. Das muss nicht sein. Es ist ja auch nochmal in einer eigenen Plastetüte, dann ist es nochmal in einem Polybag. So viel Plaste muss nicht sein, wenn schon die Steine aus Plastik sind, aber die benutzen ja nicht weiter. Aber das ist alles ein ganz anderes Thema, über das wir gerne mal im Talk reden können. Das lassen wir jetzt mal in der Review hier weg. Und wenn ihr schon das Vorschaubild von der Anleitung hier seht und dann die Teile, dann ist klar, da muss ein riesiger Stickerbogen dabei sein. Und genau das ist auch der Fall, da ist in der Anleitung eingeklebt und das ist dieser Stickerbogen von der Größe her. Ich muss sagen, ich klebe sie dieses Mal nicht auf, weil ich habe den Panzer sowieso eher wegen der Grundfarbe gekauft, wegen diesem Beige-Ton, den man auch so gut in den Panzerdiorama in der Wüste stellen kann. Und diese Tarnfarben brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und ich weiß auch, wenn ich die jetzt hier aufkleben würde, dass ich da wahrscheinlich manchmal Probleme hätte mit gerade und schief und was weiß ich bei dieser Anzahl an Stickern und dann fällt das zu sehr auf und dann ist das nicht mein Fall. Und vor allen Dingen will ich den Panzer dann noch bei mir ausstellen und da ist es dann auch doof, wenn die Sticker immer nach und nach abgehen. Außerdem ist es schöner, falls ich ihn doch mal verschenken sollte, weil mir mal Platz ausgeht oder was weiß ich. Dann ist trotzdem schön für den Glücklichen, der es bekommt, ob er die Sticker selber draufkleben will oder nicht. Die meisten bauen ihn ja dann eh auseinander, bauen ihn nochmal selbst und dann können sie die Sticker selber kleben. Gut, das war wieder genug Gelaber. Schauen wir uns doch einfach erstmal noch die Anleitung an. Und da fällt auf, wir haben einmal natürlich vorne die Frontansicht, die Soldaten, die neben dem Panzer rumherlaufen, haben nochmal die Bezeichnung, haben wir Iron Blood and Heavy Equipment draufstehen, Sembo Block Logo. Wenn wir es aufmachen, es ist die typische Sembo Anleitung. Bin ich ja immer sehr glücklich gewesen in letzter Zeit, hat mir immer Spaß gemacht, nach Sembo zu bauen. Ich finde es schön, dass das hier immer quasi so rot markiert ist, nichts ausgegraut wird, sondern die Farbtöne bleiben. Und durch die roten Markierungen weiß man trotzdem, wo man bauen muss. Ich finde es schön, dass hier die neuen Bauschritte immer so rot umrandet und markiert werden und die alten Bauschritte nicht ausgegraut werden. Und das ist cool, wenn man sich da sehr leicht an einem Set orientieren kann und trotzdem weiß, was neu gebaut werden muss durch die roten Markierungen. Ist sehr schön. Es ist eine klammergebundene Anleitung. Wir haben insgesamt 22 Seiten und 41 Bauschritte. Und auf der 22. Seite nochmal ein Bild vom fertigen Modell. Und hier hinten haben wir nochmal zwei andere Sets von Sembo in die Kriegsrichtung dargestellt. Und zwar die 105682 und die 105621. Sonst findet man eigentlich nur noch hier ein Bild vom Panzer. Eben nochmal die zwei ausgerüsteten Soldaten. Und die Funktionen erklärt, die ich euch aber dann, wenn dann, am Modell zeigen werde. Ich würde sagen, ich fange jetzt an zu bauen, zeige euch noch ein paar einzelne Bauschritte. Gehe dann im Laufe der Zeit, wenn ich es baue, auch auf die Qualität der Steine ein. Und ob ich Spaß habe oder ob ich nicht Spaß habe. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt sehr viel Spaß und damit sehen wir uns jetzt beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Ja, und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 24 und ich muss sagen, es ist bisher ein sehr durchwachsener Bau. Das liegt an mehreren Sachen. Erstmal was Grundsätzliches, die Steine sind sehr fest, halten am Ende gut, aber dieses Baugefühl, das man bei Lego oder Kobi und den anderen Top-Marken quasi hat, das habe ich hier gerade nicht. Das ist nur so ein Zusammenpressen vom Stein, bis er dann sitzt und noch mehr pressen, damit er dann keine Lücke mehr hat, aber kein wirklich befriedigendes Baugefühl, kein dieses Lego-Knacken, wenn man es zusammensteckt, das ist ja irgendwie nicht. Und das hört sich vielleicht komisch an, aber wenn man selber baut, dann kann man das nachvollziehen. Und dann ist das sehr schade, weil ich habe das von Kader auf jeden Fall schon besser erlebt. Ja, wir haben im Endeffekt jetzt schon
den fast komplett unteren Teil fertig gebaut. Wir haben ja die ganze Panzerwanne gebaut. Wir bauen hier sehr viel Luft, das sieht man, bevor es hier oben abgeschlossen wird. Damit spart man auf jeden Fall Steine. Kobi ist da ein Hersteller, der ja immer viel massiver baut, nicht so viel Luft umbaut. Aber das sind eben verschiedene Ansätze. Ich finde es bei Kobi manchmal cool, dass sie es halt nicht machen mit dem Luft umbauen, weil es dann so relativ schwer und wertig sich anfühlt. Kada kann eben mit dem Luftumbauen durch weniger Steine ein größeres Set herstellen. Das ist so eine Präferenzsache. Das möchte ich weder in die eine noch in die andere Richtung kritisieren. Was man dann aber klar kritisieren kann, ist, wenn man Stellen hat, wo man etwas baut und dadurch etwas anderes wieder auseinanderdrückt, wenn man mal falsch drückt. Das haben wir hier an einer Stelle ganz besonders, und zwar ist das dieser gebaute Komplex hier hinten. Wenn man hier oben baut, neigt man immer wieder dazu, hier natürlich dagegen zu drücken, gerade weil die Steine relativ fest hier aneinander gedrückt werden, was ich euch ja schon gesagt habe. Und dementsprechend drückt man so, wenn man hier oben drauf baut. Wenn man das jetzt hier so drückt, dann wird man unweigerlich diesen Komplex dort wegdrücken. Und das ist nervig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hängt im Endeffekt mit der Bauweise zusammen, weil im Endeffekt halten es nur diese zwei Noppen und ein Teil von dieser 2x2er-Plate drauf. Und das reicht halt nicht, wenn man dann von unten drückt. Und das Nervigste ist halt dann, es wieder hier festzukriegen, weil man muss dann ja hier irgendwie rankommen und da das so drücken, dass es passt. Und glaubt mir, das ist wirklich nicht der größte Spaß. Also da müsst ihr drauf achten, dass euch das am besten nicht rausfällt. Vor allen Dingen nicht dann später. So, nachdem das jetzt endlich wieder fest ist, können wir mal noch über den Rest reden. Diese Verkleidungen sind beide so angewinkelt, indem man eben hier die Teile einfach nur mit so einer Klappfunktion ranmacht. Ja, das ist alles in Ordnung, es hält ordentlich. Die ist aber sehr straff, da muss man echt aufpassen. Da kann es passieren, wenn ihr das versucht, eben drauf zu klipsen, dass euch dann im Endeffekt das Teil hinten wieder abfällt, anstatt dass ihr es ranbekommt. Aber gut, das ist jetzt nicht das Problem. Ich habe es dann tatsächlich so gemacht, dass ich immer erst die zwei Aufnahmen dort reingeklipst habe und dann quasi diese Platte draufgebaut habe. Und natürlich habt ihr schon gesehen, wir haben auch die Kettenglieder rangebaut. Und die Kettenglieder ist ja immer so eine eigene Wissenschaft für sich bei Panzern und allem mit Ketten. Wir haben hier sehr kleine Kettenglieder. Und zwar haben wir über 102 Teile hier drin verbaut in den Ketten. 102 Teile sind viel auf eine Gesamtteileanzahl von knapp 400 Teilen. Und das ist schon eine Ansage. Die Ketten laufen auf dem Extremfall-Tisch hier relativ schlecht. Aber das kennen wir ja schon, das ist ja immer der Endgegner hier. Da haben sie halt nicht wirklich den Halt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einfach mal eine Anleitung ausbreiten, davon haben wir ja zum Glück genug hier in dem Raum, dann laufen die Ketten hier gut mit. Weil sie da halt auch einfach ein bisschen Halt bekommen, nicht so wie auf dem Tisch. Obwohl man auch in dem Fall wieder sagen muss, Kobi schafft es auch auf dem Tisch. Aber nun gut, haben wir uns genug über den unteren Teil des Panzers unterhalten, würde ich sagen, bauen wir jetzt den oberen Teil und das Geschütz drauf. Und dann seht ihr gleich den Panzer, wenn er fertig ist, und dann reden wir darüber, ob ich euch das Set empfehlen kann oder eben nicht empfehlen kann. Und fertig ist der VT4 Panzer von Zembo Blocks. Und der sieht auch ohne Sticker ganz ordentlich aus, würde ich zumindest sagen. Wenn man die Sticker perfekt aufkleben kann, ist er wahrscheinlich noch ein bisschen schöner. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dieser riesige Stickerbogen, wie soll man den perfekt aufkleben? Wer ist da schon perfekt? Ich bin's nicht. Von daher, ich hab's mal weggelassen. Und das echte Vorbild ist ja der chinesische VT4 Panzer, den ich euch hier mal einblende, dem er mit den Stickern auch relativ nahe kommt. Und so passt er aber auch in dieser Form ohne Sticker eigentlich ganz gut als Wüstenpanzer. Weil wenn wir ehrlich sind, chinesisches Kriegsgerät und auch modernes Kriegsgerät im Allgemeinen ist ja bei den Klemmbaustein-Fans oft nicht so beliebt wie zum Beispiel ein Zweiter Weltkriegspanzer oder ein Erster Weltkriegspanzer oder was weiß ich für ein historischer Panzer. Den kann man sich dann in ein Wüstendiorama ganz gut noch mit reinstellen, vielleicht ein paar moderne Sachen abbauen, aber sonst passt das sehr gut. Man könnte noch die grünen Teile durch beige ersetzen, aber das ist alles dann auch kein Problem. Deshalb ist hier meiner Meinung nach die Originaltreue von diesem Panzer zum Original erstmal nicht so wichtig, auch wenn sie meiner Meinung nach wirklich ganz gut gegeben ist. Aber nun kommen wir zu den Pro- und Kontrapunkten an dem Set. Pro-Punkte sind auf jeden Fall, es ist stabil, es fällt nicht sofort auseinander und hält bis auf den Dekokram, wie zum Beispiel hier die Antennen, sehr gut, oder das kann auch mal abfallen hier, dieses Geschütz. Aber sonst hält das. Das Teil fällt nicht komplett auseinander, es ist ordentlich geschichtet, es ist ordentlich gebaut, man hat da keine Sorgen damit. Man kann damit spielen.
Auch hat es ein paar Funktionen, was natürlich den Spielwert nochmal erhöht. Und naja, der erste offensichtlichste ist es, er kann fahren. Die Ketten sind ein gutes Mittelfeld, ich habe es euch ja schon gezeigt. Sie funktionieren mäßig, aber sie funktionieren wenigstens überhaupt. Das gibt es von Sluban schon viel schlechter. Und gerade auf einem Teppichuntergrund und auf einem Untergrund, wo man mehr Halt hat, funktioniert es auch sehr zuverlässig. Dann kommt jetzt wieder Captain Obvious vorbei. Natürlich ist der Geschützturm drehbar. Das fühlt sich gut an und er dreht sich sehr frei. Also man kann das mal so ein bisschen übertreiben, indem man den hier mal anschiebt. Das ist wirklich ordentlich. Also der dreht sich sehr, sehr gut und damit kann man wirklich Spaß haben. Punkt 3 ist, wir haben viele kleine Unterfunktionen noch. Zum Beispiel ist das hier auch nicht fest. Dieses kleine Geschützteil ist auch drehbar. Finde ich, ist noch ein cooles Feature. Und dann kann man den sich auch, wenn man den sich hinstellt, nochmal richtig cool ausrichten, falls man ihn irgendwo im Regal hinstellen will oder auf dem Diorama. Und auch dieses Geschütz hier ist mehr oder minder drehbar. Das finde ich ganz cool. Kann man sich auch so ausrichten, wie man will. Gibt einen Daumen nach oben in dem Fall. Und natürlich ist noch das Geschütz an sich schwenkbar. Man kann es hier so nach oben und unten ausrichten. Und das muss natürlich in den Panzer rein, sind wir ehrlich. Aber ist auch eine Funktion, die hier wirklich ordentlich funktioniert, ohne dass man dabei irgendwas abreißt oder ähnliches. Also da auch einen Daumen nach oben. Ein weiterer großer Pro-Punkt sind, dass die Teile hier wirklich kaum zerkratzt sind. Die haben echt eine ordentliche Qualität, das seht ihr hier. Also die sehen wirklich gut aus, da gibt es kaum Ausnahmen. Die einzigen Teile, die mir nicht so gefallen, sind diese runden Teile, die dann das Geschütz bilden, weil sie hier oben einen relativ offensichtlichen Angusspunkt haben. Aber sonst haben die Teile vom Aussehen her eine echt überdurchschnittliche Qualität. Ja, die haben eine überdurchschnittliche Qualität. Da stimmt mir sogar Franzi zu. Auch cool finde ich die wirkliche Liebe zum Detail, dass wir hier überall nochmal so ein paar schöne Deko-Elemente dran haben, dass es nicht alles so plump wirkt, dass man wirklich sich da Gedanken gemacht hat, wie man das schön aussehen lassen kann. Und das gibt immer einen Daumen nach oben von mir. Ein besonderes Highlight von dem Set sind tatsächlich die Figuren. Ich meine, schaut sie euch mal an. Es ist wirklich alles bedruckt. Es ist die Brust bedruckt, es sind die Arme bedruckt, es sind die Beine bedruckt und es ist der Rücken bedruckt. Es ist wirklich alles geprintet und dafür gibt es einen großen Daumen nach oben. Übrigens sind auch die Arme und die Beine sehr gut bewegbar von den Figuren. Das funktioniert tadellos und macht Spaß. Also sie sind weder zu straff noch zu locker. Man kann damit wirklich Spaß haben. Auch cool ist wirklich die Ausrüstung. Ich habe jetzt mal extra einen nicht ausgerüstet, damit man die coolen Prints sehen kann. Und ich habe meinen ausgerüstet mit der schusssicheren Weste, dem Helm, dann eben mit dem Funk und dem Rucksack. Also das ist echt eine coole Ausrüstung, die man hier dazu kriegt. Und das ist echt relativ selten. Also gerade für Dioramen und so fehlen solche coolen Soldaten. Und hier haben wir welche davon. Auch wurde nicht gerade gespart an den Waffen. Und zwar haben wir da quasi pro Soldat zwei Waffen und dann eben nochmal so ein Zweibein. Und ein großer Pluspunkt ist natürlich immer, wenn auch Ersatzteile dabei sind. Und zwar haben wir hier nochmal solche Kettenteile dabei. Hier seht ihr auch nochmal, das sind wirklich winzige Kettenteile. Also das ist, glaube ich, mit das kleinste an Kettenteilen, was ich bisher gebaut habe. Dann so ein paar runde Einer, die man übrig hat. Und eben noch ein bisschen Ausrüstung. Cool finde ich noch diese Transblue 1x1er Mini-Runde Fliese. Ist cool, gefällt mir. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen Kleingefuddel, alles übrig, finde ich gut. Aber ihr wisst ja, leider hat ein Set meistens nicht nur coole Seiten. Aber dieses hat hier relativ wenige Kontraseiten, doch die sind dann eben leider relativ schwerwiegend. Eine Kontraseite ist, bin ich schon mal drauf eingegangen, der große Stickerbogen. Muss ich nicht noch mehr dazu sagen. Ich denke, das ist schon klar geworden, warum ich das für nicht so ganz cool halte. Aber wir müssen immer sagen, Preis, Leistung und das ist nun mal so ein Stickerbogen dabei und dann ist das auch in Ordnung. Der wesentlich größere Kontrapunkt ist das von mir kritisierte Baugefühl. Und das ist schwerwiegend. Also ich bin da ja schon in dem ersten Bauschritt, den ich euch gezeigt hatte, drauf eingegangen. Es ist vom Baugefühl kein Lego, kein Kobi. Es ist auch schlechter als Sluban an einigen Stellen gewesen. Bin ich ehrlich. Da macht Sluban bei den neueren Sets teilweise mehr Spaß. Nicht, weil sie nicht halten, sondern weil sie beim Zusammendrücken keinen Spaß machen. Wie gesagt, das hört sich komisch an, aber wer selber baut, kann das nachvollziehen. Und das ist sehr schade. Und dann muss ich sagen, es ist also ein Klemmbaustein-Set, welches beim Bau nur mäßig Spaß macht. Aber das Ergebnis macht wirklich Spaß. Aber Punkt 1 ist, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr kontraproduktiv für ein Klemmbaustein-Set. Deshalb gibt es von mir nur eine eingeschränkte Kaufempfehlung. Wenn der Bau sehr wichtig ist, der hat hier keinen Spaß.
Wem das Ergebnis wichtiger als der Bau ist, der kann hier trotzdem viel Spaß haben und ist hier gut aufgehoben. Wie auch verlinke ich euch das Ganze in der Beschreibung. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Kann ja sein, bei euch war das ganz anders als bei mir. Ihr könnt auch gerne, wenn euch das Video gefallen hat, ein Abo dalassen, einen Daumen nach oben. Ist für euch kostenlos. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.